Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Game Review heute mit dem Polizeisimulator. Ja, von den Machern von Emergency. Jo, man hört es auch ein bisschen noch raus. Na, man merkt es, man wird es im Laufe des Spiels merken. Wir starten dann sofort mit einer neuen Karriere und können uns hier unsere Charaktere benennen. Dann nennen wir das einmal Mrs. Ich bin sowieso. Ah ne, es geht gar nicht. Nennen wir sie einfach Claudia. Nennen wir sie Claudia. Claudia Baum. So, und er sieht nicht aus wie ein Dieter, sondern er sieht aus wie der eine vom Trödeltrupp, da wisst ihr. So sieht er aus wie der eine da. Ich komme nicht auf den Namen. Ja, das ist jetzt auch egal, dann nennen wir ihn einfach Otto. Ich glaube, Otto war das, genau. Otto Baum. So ist eine Familie. Privatunternehmen. Polizei und so. Ja, okay, wieder bei der Namensgebung sehr langweilig, aber okay. Einsatzbefehle werden übermittelt für Claudia Baum und Otto Baum. Rang Streifenpolizist Rocky. Yay! Ladebildschirm. Oh Gott, wenn ich jetzt schon sehe, wie langsam das geht. Ganz ruhig, wird schon. 0 FPS im Ladescreen. Schön schnell voran und ich hoffe, jetzt geht's mal langsam hier los, denn man will ja langsam das Spiel spielen und nicht um einen langweiligen Ladescreen sitzen. Mensch, warte mal hier. Los, bereit, ja, ich bin bereit. Okay, willkommen, bevor sie ihre erste Schicht antreten, machen sie sich in einer Einweisung und der Steuerung vertraut, okay? Kriegen sie auch weiter um die Einweisung vor, was, wenn ich die Einweisung nicht machen möchte? Na gut. Zu Beginn, ach, so. Mit WASD können wir uns bewegen. Wenn sie ihr Team bewegen und dabei Umschalttaste gedrückt halten, können die Polizisten auch rennen. Können sie das? Guck mal, oh, what the fuck? Nach Q. Mit der Maustaste kann man auch seine Blickrichtung ändern. Damit kann man die Person wechseln. Also, es ist ja schon ganz schön waghalsig, diese Bewegung, ne? Also, und arrogant zugleich. Aber was will man da sagen? Okay. Und nun? So, jetzt haben wir ein Polizeiauto, möchte Auto fahren, möchte Tatütata machen. Hallo. Ist 9. Häufig erreicht sie Notruf und PDA, das ist auf F6. Und der Mauszeiger zeigt mir die PDA. Kriegen sie Passanten unmittelbar an die. Oh Gott, jetzt soll Passanten abfragen, Leute. Sind wir Gangster? Das ist ein Auto. Los, laufen wir hin da. Wird gesucht? Es handelt sich um... Nehmen Sie die Person. Wer ist Marie? Hey!
Ey! Warte mal, also. Warte mal stehen! Alter, was haust du denn ab? Hast Pech gehabt. Festgenommen. Posse. So, jetzt müssen wir F5 drücken. Dann fordern wir so einen Knastiwagen an. Man hört schon, die Sounds kommen einem von Emergency vor. Allgemein Emergency bekannt vor. So, da kommen sie. Hier, nimm die da mit. Mitnehmen. Ja, fein, feiner Junge. Lass dich hier nicht durch. Claudia, lass ihn nicht durch. Oha. Glückwunsch. Erster Einsatz erfolgreich und so. Ja, und jetzt kommen wir wieder. Herzlich willkommen im Ladescreen von diesem Spiel, der uns ja, das ganze Spiel begleiten wird. Ja, also schon mal, also als Einführung und so gefällt mir eigentlich das Spiel schon mal ganz in Ordnung. Die Altersbeschränkung an sich stört mich bei diesem Spiel schon, weil das Spiel ist erst ab 16, was ich so irgendwie gar nicht daran verstehe, nur weil man da eine Schusswaffe hat, mit der man nachher auch schießen kann. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber wir können schon ins Auto einsteigen, merke ich gerade. Yay! Jetzt werden wir mal hier für ein bisschen, ne, Action sorgen. Eins, machen wir. Hey, yay! Läuft! Den halten wir an! Stopp! Oha. Wir haben unsere Schusswaffe. Dürfen wir schießen? Nein. Starkstock. Ja, okay. Also machen wir mit dem nichts. Ja, man muss ja schon mal sagen, an sich ist das Spiel nicht so schlecht. Eigentlich relativ gut gemacht. Da kommen nachher auch noch gute Sachen. Man soll jetzt 20 Fahrzeugkontrollen durchführen. Ja, wie halt so das alltägliche Polizeileben halt ist, ne? Achtung, Sie haben Ihr Einsatzgebiet verlassen. Ach, was ist denn das denn wieder für ein Dreck? Wird man jetzt hier nachher automatisch getötet wie in einigen Shootern oder was? Stopp! Stopp, 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 stopp! Steig doch aus! Also. So ein Dreck. So, dazu brauchen wir dieses Ding da, F6. Keine Wann. Naja. Ja, okay, und sowas macht man halt 20 Mal und dann muss man halt immer wieder ein paar. Irgendwann muss man den Einsätze lösen und so weiter und so weiter. An sich gefällt mir der Mod, auch von der Grafik her geht da relativ der Mod genau. Siehst du, da merkt man schon wieder, wenn man zu viel mit Mods zu tun hat in letzter Zeit. Nein, aber an sich gefällt mir das Spiel und ich kann es dann aber auch deswegen einigermaßen gut weiterempfehlen. Es macht ein bisschen Spaß. Vielleicht nicht ganz so, aber jetzt machen wir mal ein. Oh! Oh, haha. Ach, wer wollte es nicht mal tun? Na gut. Dann verabschieden wir uns mit diesem netten Hardescream hier. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel bringen. Und dann bis zur nächsten Game Review mit dem THW-Simulator. Auf Wiedersehen!